Das ist Tanja. Sie ist 14 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Sie muss für die Schule einen Vortrag über Crystal Meth und übers Rauchen halten. Ihre Freundin Maria hilft ihr dabei. Hallo Maria, hilfst du mir bei meinem Vortrag? Ja klar, um was geht es? Ich muss etwas über Crystal und übers Rauchen herausfinden, wenn es für dich okay ist. Meine Freundin hat mit 13 angefangen mit Rauchen. Soweit ich weiß, sind in so einer Zigarette sehr viele chemische und giftige Stoffe. Vor allem gefährlich sind die Zusatzstoffe. Was sind die Wirkungen? Man wird wach und aufmerksamer. Die Konzentrationsstärke ist besser, außerdem lernst du mehr. Ihr hat man vor allem angemerkt, dass sie glücklicher war. Manchmal, wenn sie auf Entzug war, wurde sie nervös und aggressiv. Stimmt es, dass man Schäden davonträgt? So wirklich Schäden eigentlich nicht. Eher Gesundheitsrisiken. Zum Beispiel Risiko auf Krebs, Bronchitis, Asthma, Parodontitis, Schlaganfall und Herzinfarkt. Willst du noch etwas über Crystal wissen? Ein bisschen weiß ich schon. Crystal ist eine Partydroge, die in Tschechien produziert wird. Man kann Depressionen bekommen, Muskelzittern, Aggressionen und außerdem verliert man Gewicht. Für ca. 3 Tage unterdrückt man Müdigkeit, Hunger und Durst. Ja, das ist richtig. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass es die Blutgefäße erweitert und das Herz schneller schlägt. Es fördert die Fettverbrennung. In der Doku kam auch, dass es für die Diäten benutzt wird oder in rezeptfreien Hustensäften. In einem Kriegsfilm wurde gezeigt, dass deutsche Piloten es benutzt haben gegen die Angst und gegen die Müdigkeit. Außerdem auch Truckerfahrer in der USA und Australien. Und außerdem ist es ziemlich teuer, obwohl viele sagen, dass es eine Billigdroge ist. Vor allem im Vergleich zu Kokain. Okay, danke für alles. Wünsche mir viel Glück bei meinem Vortrag.